Hallo Jivan. Hi. Was ist schlimmer, Wahlkampfstart oder Wahlkampfende? Wahlkampfende. Warum? Ich war ein bisschen traurig, dass alles aufgehört hat. Es war eine ziemlich coole Zeit, muss ich sagen. Es hat super Spaß gemacht. Dein schönstes Wahlkampferlebnis? Ich bin tatsächlich mit dem Auto auf einer Tankstelle gewesen und nebenbei war ein Fußballspiel gerade zu Ende gegangen. Und die haben mich erkannt und als wir rausgefahren sind, haben die eine Laola-Welle gemacht. Dein schlimmstes Wahlkampferlebnis? Ich war auf einer Podiumsdiskussion und wurde anmoderiert mit den Worten: Wie Sie an den Augen sehen können, hat Frau Rieh einen Migrationshintergrund. Kugelschreiber oder Rose? Kugelschreiber. Dein erster Gedanke, als der Einzug in den Bundestag klar war? Ich glaube, ich habe überhaupt nichts gedacht. Also ich glaube, mein ganzer Kopf war total, also entweder war der zu voll oder zu leer, aber ich glaube, ich habe nichts gedacht. Deine größte Sorge in den ersten Monaten als Abgeordnete? Ich bin noch gar nicht so weit, dass ich mir Sorgen mache. Also eigentlich freue ich mich nur gerade. Worauf freust du dich am meisten? Also richtig loszulegen. Also wirklich jetzt, wenn jetzt alles Organisatorische geklärt ist, dann so richtig loszulegen mit der politischen Arbeit. Das Erste, was du im Bundestag durchboxen willst? Oh, den Mindestlohn erhöhen und daran arbeiten, endlich das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-AusländerInnen durchzusetzen. Strippenzieherin oder Rampensau? Oh, Strippenzieherin klingt so böse im Hintergrund, also so ein Mittelding. Also im Wahlkampf habe ich festgestellt, es steckt schon so ein bisschen eine Rampensau in mir. Kooperation oder Konfrontation? Kooperation. Berufspolitikerin oder Politikerin mit Beruf? Also ab jetzt Berufspolitikerin, aber ich habe auch noch einen Beruf, deswegen eine Berufspolitikerin mit Beruf. Und welchen Beruf hast du? Ich bin Referentin im Wissenschaftsministerium in NRW und im Moment am Leibniz-Institut in Aachen in der Wissenschaftskommunikation. WG oder eigene Wohnung? Eigene Wohnung. Ich bin absolut kein WG-Mensch, glaube ich. Instagram oder TikTok? Instagram. Analog oder digital? Es hat beides seine Vorteile. Ich muss gestehen, dass ich das digitale Formate jetzt während Corona zu schätzen gelernt habe. Wahlkampfstand oder Insta-Live? Wahlkampfstand. Welche Frage kannst du nicht mehr hören? Also man kann natürlich alles fragen. Also die Frage, die ich am meisten bekommen habe und die mich am meisten gefreut hat, war wirklich die Frage, wie wird Ihr Name ausgesprochen? Das war immer so dieser Eisbrecher. Also deswegen, man kann mich alles fragen, alles. Wählen ab 16, ja oder nein? Ja. Worüber willst du deine erste Rede halten? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das beste Gericht, das du kochen kannst? Oh, ich kann alles kochen nach Rezept. Overdressed oder underdressed? Lieber underdressed als overdressed. Dein Karaoke-Song? Gott, die fragt aber auch alles so Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, wir haben Montagabend, glaube ich, alle noch ein bisschen Wonderwall gesungen. Also ich glaube, es ist völlig, kommt auf meinen Pegel an irgendwie auch. Vielen Dank. Dankeschön.